Ja, ich war damals einer der Gründer der Deutschen Aidshilfe. Als die ersten Aids-Berichte aufkamen, war man so ein Schreckstarr, kann man sagen. Und da waren wir die Ersten, die sozusagen die Mediziner aufgeklärt haben. Ergänzt werden die im Buch abgedruckten Interviews durch Beiträge zur Entwicklung der Szene, etwa zur Entkriminalisierung in den 60er Jahren, zur sexuellen Revolution in den 70ern, zu HIV und Aids in den 80ern, zum neuen Aufbruch in den 90ern und natürlich auch zu den Veränderungen der letzten 20 Jahre.